Herzlich willkommen zu Wort und Musik zur Marktzeit, der Kurzandacht der Kirchengemeinde Heide. Heute hören Sie unseren Kantor Franz Spenn an der Orgel und mich, Pastorin Tanja Sievers, im Wortteil. Zu Beginn beten wir im Wechsel. Herr, meine Zeit steht in deinen Händen. Hilf mir durch deine Güte. Gott, gedenke mein nach deiner Gnade. Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, im April 1943 wurde Dietrich Bonhoeffer gefangen genommen. Pfingsten 1943 hoffte er noch, bald wieder freizukommen. Es kam alles anders. Nun feiern wir auch wieder Pfingsten 2020. Das ist unser letzter Podcast zum Thema Dietrich Bonhoeffer. Ich hoffe, Ihnen und Euch hat es gefallen. Heute soll Bonhoeffer selbst noch einmal zu Wort kommen aus einem Brief, den er Pfingsten 1943 an seine Eltern schrieb. Dort heißt es: Liebe Eltern, nun feiern wir also auf Pfingsten noch getrennt und es ist doch in besonderer Weise ein Fest der Gemeinschaft. Als die Glocken heute früh läuteten, hatte ich große Sehnsucht nach einem Gottesdienst. Aber dann habe ich es gemacht wie Johannes auf Patmos und für mich allein einen so schönen Gottesdienst gehalten, dass die Einsamkeit gar nicht zu spüren war. So sehr wart ihr alle dabei und auch die Gemeinden, in denen ich Pfingsten schon gefeiert habe. Das Paul-Gerhardsche Pfingstlied mit den schönen Versen »Du bist ein Geist der Freude« und »Gib Freudigkeit und Stärke« sage ich mir seit gestern Abend alle paar Stunden auf und freue mich daran. Dazu die Worte aus Sprüche 24, der ist nicht stark, der nicht fest ist in der Not. Und aus dem zweiten Timotheusbrief, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Die seltsame Geschichte vom Sprachenwunder hat mich auch immer wieder sehr beschäftigt. Dass die babylonische Sprachenverwirrung, durch die die Menschen einander nicht mehr verstehen können, weil jeder seine eigene Sprache spricht, ein Ende haben und überwunden sein soll durch die Sprache Gottes, die jeder Mensch versteht und durch die allein die Menschen sich euch untereinander wieder verstehen können und dass die Kirche der Ort sein soll, an dem das geschieht, das sind doch alles sehr große und wichtige Gedanken. Leibniz hat sich sein Leben lang mit der Idee einer Universalschrift, die nicht in Worten, sondern in evidenten Zeichen alle Begriffe zur Darstellung bringen sollte, herumgeschlagen. Ein Ausdruck seines Verlangens, die damals so zerrissene Welt zu heilen, ein philosophischer Reflex der Pfingstgeschichte. Es ist wieder völlige Stille im Haus. Nur die Schritte der in ihren Zellen auf- und abgehenden Gefangenen hört man. Und wie viel trostlose und unpfingstliche Gedanken mögen da mit herumgetragen werden. Wenn ich Gefängnispfarrer wäre, dann würde ich an solchen Tagen von frühmorgens bis abends durch die Zellen gehen. Da würde sich manches ereignen. Euch beiden habe ich wieder sehr für Briefe zu danken. Ihr wartet alle ebenso wie ich und ich muss gestehen, dass ich in irgendeinem Bezirk des Unterbewusstseins wohl doch gehofft hatte, Pfingsten wieder frei zu sein, obwohl ich mir bewusst immer wieder verbiete, irgendwelche bestimmten Termine ins Auge zu fassen. Morgen sind es nun 10 Wochen. Das hatten wir uns wohl unter einer vorläufigen Festnahme in unserem Laienverstand nicht vorgestellt. Es ist aber überhaupt ein Fehler, in juristischen Dingen so ahnungslos zu sein, wie ich es bin. Ich spüre hier erst, in was für einer verschiedenen Atmosphäre der Jurist leben muss als der Theologe. Aber auch das ist lehrreich und es hat wohl jedes an seinem Ort sein Recht. Und uns bleibt nun eben nichts übrig, als im Vertrauen darauf, dass ja jeder zur beschleunigten Klärung tut, was er kann, mit möglichst viel Geduld zu warten und nicht bitter zu werden. Dass ihr beide vorgestern hier unten das Pfingstpaket abgegeben habt, hat mich wirklich riesig gefreut und es ist merkwürdig, nur das Wissen um eure Nähe hat mir alles, das Haus und euer ganzes Leben, das mir manchmal schon in so unwirkliche Ferne rückt, wieder ganz nahe gebracht. Ich danke euch sehr dafür und auch für das Paket, das wieder höchst willkommen war.
Besonders hat mich auch die gelbe Speise begeistert, die sich so gut hält. Es ist Pfingstmontag. Eben setze ich mich, um Rüben und Kartoffeln zu Mittag zu essen, da wird völlig unerwartet euer Pfingstpäckchen abgegeben, das Renate gebracht hat. Es ist wirklich nicht zu beschreiben, wie ein so etwas freut. Bei aller Gewissheit der geistigen Verbindung zwischen euch allen und mir hat der Geist doch offenbar immer ein ungestilltes Verlangen nach Sichtbarmachung dieser Verbindung der Liebe und des Gedenkens, und die materiellsten Dinge werden dann Träger geistiger Realitäten. Ich glaube, das ist etwas Analoges zu dem Verlangen aller Religionen nach dem Sichtbarwerden des Geistes im Sakrament. Ich lasse Renate ganz besonders dafür danken, dass sie mir diese große Freude gemacht hat, und wünsche ihr täglich viel Freude in ihrer Ehe und ihrem Beruf. Wie schön, dass sie einen Flügel bekommen hat. Es wird einer der besonders schönen Augenblicke beim Freiwerden sein, wieder einmal mit ihnen zu musizieren. Nun wollen wir sehr bald hoffen, dass alles bald zum Abschluss kommt. Grüßt Maria und die Geschwister. Es denkt in Dankbarkeit und Liebe immer an euch. Euer Dietrich. Wir hören Musik. Thank you.
Lasst uns beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht unter dem Segen Gottes in die kommende Woche. So segne und behüte euch Gott, barmherzig und in Liebe mächtig, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.